kenne das selber aus eigener Erfahrung, dass ich, was Geschenke angeht, ziemlich kompliziert sein kann. Und um euch das zu ersparen, kommt heute ein Video mit Tipps für Geschenke für Minimalisten. Das Video ist einerseits für Leute, die selbst Minimalisten sind und eventuell nach Geschenk wünschen oder Geschenkideen suchen, aber auch für Leute, die Minimalisten beschenken wollen. Und um das für dich als Freund, Freundin oder Verwandte eines Minimalisten zu verstehen, möchte ich kurz nochmal den Minimalismus definieren und vor allem auch die Definition erklären, die ich auf meinem Kanal hier verwende. Und das mache ich eigentlich vor jedem Video, damit ich nochmal so erklären kann, was ich mit Minimalismus eigentlich meine. Also Minimalismus ist für mich ein Lebensstil, bei dem man nur Dinge besitzt, die man wirklich braucht oder sehr gerne hat und sich damit auf das Minimal reduziert. Aber das heißt nicht, dass man 2 Wochen lang mit einer Hose auskommen muss. Es wird oft in den Dokumentationen so richtig radikal dargestellt, aber ich empfinde das gar nicht so und das ist auch gar nicht das Ziel von Minimalismus, sondern es geht um die bewusste Auswahl. Genau, das nur kurz zu sagen. Ich verlinke euch meine ganze Minimalismus-Playlist auch nochmal in die Infobox, da könnt ihr nachher nochmal vorbeigucken. Und ich habe auch ein Video gedreht mit Vorteilen des Minimalismus und warum man diesen Weg gehen sollte, beziehungsweise welche Vorteile er mit sich bringt. Fangen wir jetzt mal direkt an, denn ich habe ziemlich viele Sachen und fangen wir an mit einer etwas, ja, radikalen Sache, könnte man fast sagen. Mein erster Punkt wäre nämlich, spende in ihrem Namen, in seinem Namen und so weiter. Du kannst einfach im Namen des Beschenkten etwas spenden an eine gemeinnützige Organisation und so weiter. Ich finde es eine ziemlich schöne Idee und ich denke, dass sich die meisten Beschenkten auch darüber freuen werden. Aber mein Tipp wäre hierbei auch noch, die beschenkte Person vorher zu fragen, da dieses Geschenk ja nicht direkt an die beschenkte Person geht. Aber da viele Minimalisten auch auf den Umweltaspekt achten, denke ich mal, dass es eine ziemlich gute Chance wäre, da nochmal zu gucken und eventuell dazu spenden. Okay, mein zweiter Punkt wäre Geld. Das ist natürlich ziemlich unpersönlich und noch sehr basic, aber eigentlich sehr sinnvoll. Vor allem, wenn sich die beschenkte Person auch noch mit Frugalismus auseinandersetzt und sich damit beschäftigt und diesen Weg auch anstrebt, könnte das eine ziemlich gute Idee sein. Und immerhin weiß man, wenn man Geld schenkt, dass die Person es auf jeden Fall gebrauchen kann in irgendeiner Weise. Und deswegen macht man damit eigentlich nicht so viel falsch. Mein dritter Punkt wäre Abonnements, also ja, Abos zu verschenken. Das kann natürlich in verschiedenster Weise machen. Es gibt ja Zeitschrift-Abos, es gibt sogar YouTube-Abos, die man verschenken kann, da es ja auch diese Super-Abos gibt oder irgendwie so heißt es, dass man Kanalmitglied werden kann, das kann man auch verschenken. Oder ich habe mal einen Spotify-Gutschein verschenkt, also Spotify-Premium-Gutschein verschenkt. Es muss natürlich nicht mega teuer sein, man muss jetzt ja nicht ein ganzes Jahresabo für 200 Euro verschenken in irgendeiner Form, sondern man kann ja auch wirklich, wie ich jetzt Spotify Premium habe, vor 2 Monaten war das, glaube ich, hat irgendwie 20 Euro gekostet, kann man ja auch verschenken. Genau, ansonsten Zeitschrift-Abos, es gibt auch Bücher-Abos, das finde ich auch sehr, sehr cool. Dann kriegt die Person quasi jeden Monat irgendwie 2 Bücher oder so zugeschickt und ich denke, es wäre eine sehr, sehr coole Idee. Ich würde mich auch drüber freuen über ein Bücher-Abo. Der vierte Punkt ist ziemlich ähnlich zum vorherigen, und zwar sind das Gutscheine. Gutscheine gibt es ja auch in verschiedenster Art und Weise. Ich denke, beliebtesten sind so Fashion-Gutscheine, aber ich habe das Gefühl, dass viele Minimalisten auch sehr auf Nachhaltigkeit achten und nicht so Fans von Fast Fashion sind. Deswegen würde ich davon, glaube ich, eher abraten. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Gutscheine. Es gibt ja Gutscheine für alles eigentlich. Für Bücher, wieder sehr cool. Oder auch für Bus und Bahn und so weiter. Ich denke, da findet man auf jeden Fall was, was man sich entweder wünschen kann oder verschenken kann. Der fünfte Punkt, auch ziemlich beliebt auf YouTube. Und so sind es diese Do-it-yourself-Sachen. Diese DIYs, die man so basteln kann, dann verschenken kann, das machen sehr, sehr viele Leute. Das Ganze bringt nochmal so einen persönlichen Touch, wenn man jetzt irgendwie Deo selbst macht, Badeschaum selbst macht oder irgendwas bastelt. Es gibt auch so eine Erinnerungsbox, was ich auch immer sehr schön finde. Eigentlich kann man sehr, sehr viel do-it-yourself basteln und so weiter. Oder ich habe auch letztens Abschminktücher selbst genäht und das ist natürlich auch eine sehr coole Idee. Genau. Der sechste Punkt ist auch wieder ein bisschen basic und zwar ist es einfach seine Zeit zu verschenken mit dieser Person. Das heißt, man kann irgendwelche Events,
buchen. Okay, dann Events buchen. Also Konsum schafft auf jeden Fall Glücksgefühle, aber das ist ja eigentlich genau das, was man beim Minimalismus nicht möchte. Und deswegen ist so Zeit verschenken was total Schönes. Wir leben nach dem Motto Zeit statt Zeug. Mein 7. Punkt ist Zeit schenken 2.0. Ein Upgrade zum vorherigen Punkt. Das heißt, du schenkst keine gemeinsame Zeit. Okay, eigentlich auch schon ein bisschen. Aber du schenkst so ein bisschen mehr deine Hilfe und deine Zeit direkt. Das heißt, wenn du weißt, die Person ist oft unter Stress, überfordert und braucht mal da Hilfe, dann schenkst du so eine Art Gutschein, dass du der Person mal hilfst. Du kannst einfach sagen, ich helfe dir mal, wenn du deine Wand streichen musst. Das ist ein sehr komisches Szenario, aber du kannst ja einfach so eine Hilfskarte machen und deine Zeit sozusagen verschenken an die Person. Du bietest quasi deine Hilfe an im ganzen Leben. Du kannst helfen aufzuräumen, aufzumisten, zu streichen. Warum sage ich immer streichen? Das ist so ein komisches Szenario eigentlich. Ich habe noch nie mein Zimmer gestrichen. Aber ja, du kannst auch schenken, mit dem Hund rauszugehen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Der 8. Punkt wären persönliche Geschenke. Mit persönlichen Geschenken meine ich auch wieder so ein bisschen dieses DIY, Do-it-yourself-mäßige. Dass man einfach, ja, selbst persönliche Geschenke entwirft und das an die Person verschenkt oder sich... Okay, das ist schlecht zu wünschen, glaube ich. Ich glaube, man kann schlecht sagen, schenke mir bitte irgendwas Persönliches. Das ist ein guter Punkt. Aber für die Leute, die etwas verschenken wollen, für die ist das eine coole Idee. Ich habe zum Beispiel schon öfter Fotobücher geschenkt bekommen mit, ja, Fotos und Erinnerungen einfach drin. Ansonsten gibt es auch diese Erinnerungsbox, wo man einfach so ein Glas nimmt und dann darin ganz viele Erinnerungen raufschreibt und so weiter. Ich denke, da ist deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt und man hat da sehr viele Ideen. Und ich denke, dass das sehr viele Leute erfreuen wird. Also mich würde es auf jeden Fall erfreuen, wenn ich so persönliche Geschenke bekomme. Mein 9. Punkt wäre, frag, was benötigt wird. Das ist natürlich sehr unromantisch und auch ein bisschen unpersönlich, aber eigentlich ist es eine sehr gute Idee, wenn du dann auf jeden Fall weißt, dass du was schenkst, was die Person wirklich benötigt und dass es dann nicht nur in der Ecke rumliegt. Wenn du einfach auf die Person zugehst und sagst, hey, was wünschst du dir eigentlich, in welche Richtung soll es gehen oder hast du irgendeinen Wunsch, was du gerade in deinem Leben brauchst? Ich denke, das wird viele Minimalisten freuen, da diese Leute, diese Gruppierung von Leuten, ja gerade diese bewusste Auswahl ja mögen und nicht einfach irgendwelche random Sachen in den Leben geschopft bekommen, die dann eh nur rumliegen und so weiter. Und falls du selbst Minimalist bist oder eine Person ist, die auf ihre Auswahl, auf ihren Konsum achtet, dann wäre es vielleicht auch cool, wenn du zu deinen Freunden, zu deinen Verwandten gehst und sagst, hey, wenn du mir was schenkst, vielleicht kannst du ja mal in die Richtung gucken und so weiter. Ich denke, da wird sich keiner wirklich beschweren, auch wenn es ein bisschen unromantisch ist, aber eigentlich ist es für beide Seiten sinnvoll, weil man nicht unnötig Geld ausgibt und ja, andererseits wird es bekommen, was man wirklich braucht und möchte. Und so wird beiden Parteien viel Stress gespart. Und mein 10. Punkt wären Essenskörbe. Essenskörbe, ich habe noch nie einen Essenskorb geschenkt bekommen. Aber ich sehe das oft, dass Leute einfach so Körbe verschenken, dann eventuell auch so bestimmte Mottos und Themen machen und dann so ganz viele Essenssachen schenken. Tipp von mir, achte drauf, was die Person verträgt, was sie isst oder nicht. Also ich bin ja selbst Veganerin und ich würde es blöd finden, wenn ich jetzt irgendwelche Fleischsachen oder so geschenkt bekommen würde. Aber ich denke, du müsst eigentlich schon Bescheid wissen über deine beschenkte Person, deswegen sollte das nicht allzu schwer sein. Und man könnte das Ganze noch mit einem gemeinsamen Kochabend oder Backabend zusammen verbringen. Ja, also eigentlich eine sehr coole Idee. Und am Ende noch ein kleiner Tipp von mir. Und zwar würde ich euch wirklich raten, falls ihr einfach irgendwas einkauft für die Person, ohne sie vorher zu fragen und so weiter, dass ihr darauf achtet, was die Person wirklich mag. Weil ich kenne es oft von mir, dass ich in den Laden gehe und so weiter und so denke, was finde ich cool und was würde mich vielleicht freuen, dass ich dann so denke, das wird der Person auch gefallen. Aber ich denke, da sehen wir das oft falsch. Und wir sollten uns eher so die Person hineinversetzen und überlegen, was würde diese Person gerade jetzt cool finden. Dieser Tipp ist natürlich sehr offensichtlich, aber ich wollte es mal kurz gesagt haben als, ja, Special-Tipp nochmal am Ende. Es ist sehr schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe sehr, dass du was mitgenommen hast aus diesem Video und eventuell jetzt neue Tipps und Ideen hast, was du dir entweder wünschen kannst oder einem Freund, einer Freundin, einem Verwandten schenken kannst. Abonniert meinen Kanal für mehr Minimalismus-Videos und für mehr Videos dieser Art einfach. Schaut euch gerne, wie gesagt, meine Minimalismus-Playlist noch in der Infobox verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon am Dienstag wieder. Ja, ich lade jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag hoch. Also sehen wir uns am Dienstag wieder. Hab noch einen schönen Tag. Tschüss.